Zwar, GWM ist fertig. Wo war sie? In St. Moritz. Fertig. Oder sie ist fast fertig. Wann ist sie fertig? Morgen eigentlich? Ist ja egal. Schaut mal. Haben wir nicht einen schönen Goldregen dürfen erleben für unsere Schweizer Athleten auf einer post-Trump-amerikanischen Golden Shower? Das nicht. Aber wir sind nicht allzu traurig gewesen, auch wenn die Ski-WM fertig ist. Nach der WM kommt ja ganz etwas anderes, eine andere WM. Und zwar Après-Ski-WM. Und da torkeln sie ein, unsere Athleten. Es zählen nicht Minuten, es zählen nicht Sekunden, es zählen Promille. Stolz tragen sie ihre Fahnen vor sich her. Weinfahne, Ginfahne, Whiskyfahne, Bierfahne. Jetzt hier die ersten Disziplinen. Die Snowboarder starten mit Haschpipefahren. Slalom pinkeln. Und dann nach der Disziplinen natürlich ganz sanftes Auskötzeln. Das muss sie wegen dem Kater am nächsten Tag. Und begrüßen wir gerade jemanden jetzt bei uns im Maskott, der sich auskennt. Mit der Après-Ski-WM. Trainerin vom Team Rumänien. Da kommt sie. Agota Dime! Oh, 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 oh. Schön, schön. Können wir da was probieren? Ja, aber ich will die Rosa. Ah, okay, bitte. So. Und jetzt, was macht man? Ja, jetzt. Ich zeig's dir. Darf ich mal ladymäßig hier das abstellen? Das sind Zauberei. Oh ja. Oh, meine Rose. Eine Zauberei. Oh, schau her. So. So, ja. So macht man das, oder? Ja. Ja. Was ist deine, mal anklopfen. Was ist deine Lieblingsdisziplin in Après-Ski? Eiskuchen saufen. Go. Go. Mmh. Mmh. Sehr schön. Darf man da? Darf man da auch ein bisschen rausgehen? Ja, mit schwerem Herzen. Ja, kommt immer so da Eis raus. Wolltest du noch Eis raus, so fürs Après-Ski saufen? Ich gebe dir auch keins. So, Agota Diemen, kannst du hinterher stehen? Okay. Vielleicht nimm das mit, aber nicht alles austrinken. Oh. Mmh. Eiskunst saufen.